Man hört immer wieder diesen einen Satz: Private Unfallversicherung brauche ich nicht. Ich bin schon gut genug über meine gesetzliche Unfallversicherung abgesichert. Aber was viele nicht wissen, dass sie nur auf der Arbeit, in der Schule oder im Kindergarten abgesichert sind und auf dem direkten Weg dorthin oder zurück. Auf Reisen, beim Sport, in der Freizeit sind sie über die gesetzliche Unfallversicherung nicht abgesichert. Sind das denn nicht die wichtigen Sachen, die man versichert haben möchte? 7 von 10 Unfällen passieren in der Freizeit. Das sind etwa 9 Millionen Menschen pro Jahr. Und es kommen immensen Kosten auf einen zu. Hier ein kleines Beispiel. Man sitzt im Auto, fährt zu seinem Kumpel oder zu seiner besten Freundin und man hat einen schweren Autounfall. Wenn es schlimm kommt, sitzt man ab jetzt im Rollstuhl. Man ist über die gesetzliche Unfallversicherung nicht abgesichert, da es kein Arbeitsunfall war. Und jetzt kommen immense Kosten auf einen zu, weil zum Beispiel die Tür verbreitet werden muss, das Badezimmer muss umgebaut werden, das Auto muss umgebaut werden und es muss vielleicht sogar ein Treppenlift ins Haus eingebaut werden. Das sind das zum Beispiel ca. 45.000 Euro. Dazu kommen dann noch Einkommensbußungen und laufende Kosten, da du ja dann erstmal nicht arbeiten gehen kannst. Und das sind Kosten, die du alleine tragen musst, wenn du keine private Unfallversicherung hast.